Yo Leute, willkommen bei dem finalen Part von Tombi 2. So, wir können die Aufgaben nicht mehr machen, weil ich will die Bahn ja nicht fahren. Ich habe das ja gemacht, ihr habt das gesehen und das zu holen ist schon unmöglich. Und ich traue mich nicht, das 1000 Mal zu machen jetzt, bis das geht. Will ich selbst nicht. Deswegen gehen wir jetzt zu dem Ort, wo wir hingehen müssen. Zu dem letzten. Da wartet jemand auf uns. So, wo ist Baron? Da unterirdische Mine, genau. Ja, zur Rohranlage können wir. So, da sind wir. Ich kann schon mal wechseln. Ja, wir haben ja den stärkeren bekommen jetzt, ne? Da ist es. Den stärkeren Haken. So, ich weiß ja, wo der Eingang ist dahin, Leute. Ich glaube, der ist hier. Genau. Weil der nicht hier drüben. Ah, kann ich mal gucken kurz? Okay. Ich nehme das auf jeden Fall mit, Leute. Hallo, Tombi. Genau, da wartet keinen auf uns. Wir reden mal mit ihm. Keinen? Was machst du denn hier? Frage ich mich auch. Ich habe mir das böse Schweinebuch angesehen. Mich hat etwas gestört. Gestört? Was denn? Wegen des letzten bösen Schweins. Wir suchen dieses letzte böse Schwein. Weißt du etwas darüber? Werd mal nicht panisch. Das Tor des letzten bösen Schweins ist wohl genau in diesem Raum. Und um es zu öffnen, brauchst du wahrscheinlich dies. Was? Was ist passiert? Es war im Schlamm verborgen, als ob es jemand vergessen hätte. Okay. Ja, die ist auch verwirrt. Such letztes böses Schwein. Fertig. Es liegt an euch, ob ihr gehen wollt oder nicht. Aber ich spüre eine merkwürdige Kraft von diesem Raum ausgehen. Etwas Furchtbares wird geschehen. Ich habe eine Vorahnung. Okay. Wenn du irgendetwas noch einmal probieren willst, du kannst hier noch nicht hinein. Wenn du mental vorbereitet bist, komm wieder zu mir. Ich warte hier auf dich. Fang letztes böses Schwein. Machen wir auf jeden Fall. So, ich bin sowieso bereit. Genau, Fragezeichen, wir speichern hier. Ich bin sowieso bereit, Leute. Okay, öffnen wir die Tür. Machen wir, komm. Eintreten können müssen. Okay. Und es stand im bösen Schweinebuch. Vor dem letzten Schweinetor stehen 5 böse Schweine aus Stein. Werden wir schon sehen. Spoiler nicht zu viel. 4 der Statuen bewachen den Eingang und eine den Ausgang.
Um diesen Statuen zu entkommen, musst du die 5 böse Schweineplatten zerstören. Benutze böse Schweinemagie, um die Schweineplatten zu zerstören. Was bedeutet das? So, gehen wir mal rein. So, Keinel hat uns da alles erzählt, wie das geht. Von daher die Flammenschweineplatte. Das böse Flammenschwein? Eine Platte? Aber natürlich, Keinel hat sie erwähnt. Genau. Er sagte, benutze böse Schweinemagie, um die Schweineplatten zu vernichten. Yep. Ich frage mich... So, jetzt werden wir die Schweine Magie benutzen. So, da. Die Schweine Flammenschweineplatte erledigt, fertig, besser gesagt. Ich hab's. Wir benutzen die böse Schweinemagie in der Nähe der Platte und zerstören sie. Das machen wir. Die Schweinestatuen verschwinden dann. Yep. Das bedeutet, wir müssen nach den Platten der 4 Statuen suchen, die den Eingang des Schweinetors bewachen und sie zerstören. Machen wir. So. Der hat einfach die Zeit angehalten, Leute. Hat er ja schon alles erzählt, ne? Es ist jetzt schwarz-weiß. Oder keinen. So, überall auf der Welt waren ja diese komischen Türe. Die können wir jetzt alle benutzen. Wird ihr schon sehen. Hier, Kujararet, zum Gipfel können wir jetzt gehen. Ja, so ist das, Leute. Ist nicht mehr lang, also... Ist ja Finale. Nicht mehr lange, sag ich schon. So, ich muss die Platte finden. Ich glaube, hier oben war die. Genau. Hey, das haben wir schon kaputt gemacht. Okay. Ich habe das kaputt gemacht, Leute. Oder habe ich das nicht kaputt gemacht? Keine Ahnung. So, Eis. Eisschweinekostüm. Die Eisschweineplatte fertig. So, wir gehen jetzt wieder zurück. So, was ist hier unten? Hier geht man nach oben, ne? Ja, hier geht man nach oben.
Ja, ich möchte hier lang. Ist ja noch was. Habe ich mir schon gedacht. Donglingwald. Ja, gehen wir dahin. Da oben musste das sein. Da oben müsste es sein, Leute. Ja. Was nochmal? Die Geisterschweineplatte, genau. Die Geisterschweineplatte fertig. Jetzt können wir da zurück. Kann ich mich eigentlich mit Baron teleportieren? Ja, geht. Ist besser, ne? So, Kujarinch waren wir, da waren wir. Zirkusdorf waren wir nicht. Da muss auch etwas sein. Da ist es schon. Die Erdschweineplatte. Die Erdschweineplatte fertig. So, mit Baron. Also die drei haben wir jetzt. Jetzt fehlt uns noch der Wassertempel, ne? Und der Anfangsschrank, da können wir nicht. Wir können aber mit Zauber... Oh, geht auch nicht. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Ja, dahin könnten wir eigentlich auch, aber ich gehe zur Rohranlage und wir benutzen die anderen... Ja, damit wir runterkommen. Die anderen Ketten, meine ich, Leute. Die hier könnten wir benutzen. Ich glaube, die geht auch runter, ne? Ja, die geht auch runter. Ah, da waren wir schon. Ist das nicht hier gewesen? Tommy, liest du mal? Ja. Müssen wieder hoch. Tommy, was machst du da? So, jetzt rüber. Genau hier waren wir nicht. Was ist hier? Hier ist nichts. Hier war bestimmt was, Leute. Und ich habe das bestimmt verpasst, ne? Egal. So, da unten. Schauen wir erstmal nach unten. Hier ist nichts. Da ist aber eine Tür. Bei Wassertempel gab es eine Tür. Und Dorf, ja, zum Zirkusdorf, ne, da waren wir schon. Da waren wir schon. Was ist hier? Wassertempel, genau. Hier könnten wir noch hin. So, wo war das jetzt? Tommy, machst du mal. Hier ist das nicht. Da unten. Die Wasserschweineplatte. So. Was fehlt uns noch? Hä, wo ist das? M-
Machst du mal, Tombi. Mein Gott. So, Anfangsdorf müssen wir noch hin. Dann haben wir alle, ne? Weil den haben wir benutzt. Den haben wir benutzt. Den, den. Und den. Ja, wir haben halt nicht alle. Wir haben alle, Leute. Also, dann kommt das zum Kampf jetzt. So. Ich wechsle mal meine Kleidung dann. Ich will mit dem Kleidung gewinnen. Oder sollen wir ohne Kleidung gewinnen, Leute? Als normaler Tombi. Ja, wir haben alle. So, jetzt kommt zum Kampf, Leute. Der finale Boss. Jetzt kommt zum finalen Boss. Endlich. Freue mich voll. Letzte Schweinetasche benutzt. Wirklich, was war das? Ich dachte, das hätte ich schon gesagt. Vergiss sie. Tja, es ist wohl viel interessanter, etwas Widerstand zu begegnen. Okay. So sieht er aus, Leute. Nein. Unglaublich, oder? Alles ist angehalten. Leute, Bäume und... Du kleiner Lümmel. Du wirst dich nie mehr bewegen. Du kannst mich sowieso nicht schlagen. Na, Tombi, spiel mit mir. In meiner Welt. Für immer. Leute, der ist der nervigste Gegner von allen. Autsch. Getroffen, ne, perfekt. Einen haben wir. Der ist auch dreimal, ne? Oder ist der fünfmal? Der will gleich stehen. Schade. So, zwei. Und? Haben wir es geschafft? Ich hoffe. Nein, fünfmal habe ich mir schon gedacht. Krass. Krass, Leute, krass. Jetzt geht der ab. Schade fast. Ja. So, vier. Noch einmal. Und das war's dann. So, wir können sogar was essen, komm. Ah, schade.
Schade. Egal, einmal wurden wir getroffen jetzt. Boah, das war ein Kampf. Fang letztes böse Schwein, fertig. Oh nein! Du hast mich geschlagen! Tommy, das ist unmöglich! Aber vergiss nicht, wir sterben niemals wirklich. Eines Tages irgendwo! Ja, der dritte Teil gibt's leider nicht, Leute. Deswegen. Wir spielen nochmal, ja? Tombi? Schade. Wirklich, Leute, dass der dritte Teil nicht gibt's. Ah, da ist Tabby. Oh, oh. Was? Wo? Ich wurde von den bösen Schweinen gefangen. Und dann... Tombi. Es geht dir gut, Tabby. Okay. Du bist hier, um mich zu retten. Oh, danke. Ich hab dich so vermisst, Tombi. Okay, warum noch auch immer früher kommt und Vorsicht, dann die... Der Schweineraum zerbricht. Obwohl ich nicht drücke, Leute. Das hat also alles triggert. Okay. Ist auch noch nie passiert, Leute. Deswegen bin ich jetzt unter Schock. Egal. Komm. Oh Mann, wie Tommy guckt, ne, Leute. Wir fliegen mit Baron und Tabby zurück zur Fischerstadt, ne? Oder zur Bergwerkstatt. Da wohnt die da, ja. Die wohnt doch da. Finde Tabby. Fertig. Iss so viel du willst. Oh! So gut! Tja, Tabby kann am besten kochen. Oh, Charles, du bist so cool. Du kommst in solchen Momenten an und tust, als wäre alles dein Verdienst. Was sagst du da? Wir haben auch gearbeitet. Hinter den Kulissen. Okay. Hinter den Kulissen? Wie lächerlich. Du hast ja keine Ahnung, was wir durchgemacht haben. Nicht wahr, Tombi? Ich finde Zippo voll cool, ja. Ihr zwei, ihr habt euch gar nicht verändert. Guck mal, wie top. Du hast ein Feuer gelöscht, einen großen Fels weggeräumt und du hast einen Geist besiegt. Wie Tombi gelacht hat, ne? Dann hast du sogar Charles gerettet, der ein Dreckklumpen geworden war, nicht? Was? Wer hat dir das denn erzählt? Na jedenfalls, Tombi, ich habe mich gut amüsiert auf Reisen mit dir. Du hast Tabby gesund und munter wiedergefunden. Und du hast den Kontinent wieder normal werden lassen. Alle sind dankbar. Alles wegen dir. Tombi, danke, dass du uns geholfen hast. Okay. Die haben sich wirklich geküsst. Wenn wieder etwas passiert, sagt ihr Bescheid? Oh, wenn du das ernst meinst, mache ich nie mehr Essen. Oh, oh, bitte das nicht. War nur ein Scherz. Ich werde üben und dir eine tolle Überraschung zubereiten. Puh, so ein Glück. Tja, Tombi, ich bin satt gegessen. Ich sollte vielleicht mal heimgehen. Kommst du bald wieder? Danke nochmal. Tombi!
Tombi! Tombi! Tombi, die ganze Zeit. Ja, Leute, das war's mit dem Let's Play, mit dem Projekt. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Mir hat das auf jeden Fall gefallen. Hohoho, toll siehst du aus, Tombi! Eigentlich wollte ich dir berichten, wie das Abenteuer so läuft. Hey, so knapp! Nur noch einen Schritt und du bist ein erstklassiger Abenteurer. Gut, klasse. Du hast allen gezeigt, wie man ein Abenteurer wird. Aber du hast noch viele Abenteuer vor dir. Das stimmt, Leute. Ich freue mich, dass ihr mit meinem Let's Play dabei wart auf unseren Abenteuerreisen. Ja, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, Leute. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Mein Fazit zu diesem Spiel, es macht richtig Spaß, Leute. Also, alles ist perfekt. Nur das Problem war die Qualität, ne? Die Qualität ist nicht so, aber es ist ja ein altes Spiel, deswegen. Schade auch, dass sie den dritten Teil nicht gebracht haben oder den Remake oder Remaster, ne? Wäre auch richtig geil. Auf jeden Fall noch, was wollte ich sagen? Ja, das mit der Bahn fahren ist richtig Müll, Leute. Habt ihr schon gesehen. Alles ist gut. Aber wie gesagt, es hat schon ein bisschen Backen. Habt ihr schon ein bisschen gesehen. Ja, ich hoffe, euch hat das trotzdem Spaß gemacht, Leute. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir gemeinsam diese Reise gemacht haben und es bestanden haben, obwohl wir nicht 100% gespielt haben. Egal. Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist ein tolles Spiel. Also irgendwann spiele ich das vielleicht nochmal. Mal schauen. Muss noch Zeit vergeben dafür. So. Das war's dann, Leute. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt dann wieder. Ciao.